So. Stabiler Stand und wir atmen ein und atmen aus und wieder nach oben einatmen und wieder ausatmen. Noch zweimal richtig groß werden, hoch und tief zur Mitte und ein letztes Mal einatmen und ausatmen. Wir drehen uns zur Seite, halten ganz kurz, wechseln zur Mitte und drehen uns nochmal zur Seite. Und wechseln zur Mitte und nochmal. Ganz locker von links nach rechts. Und wir bleiben hier und wir bouncen ganz locker in der Längsachse. Einmal links zur Mitte, einmal rechts etwas schneller in der Längsachse. Arme bleiben draußen und schaut immer in die freie Handfläche. Ja? Einmal in die rechte Handfläche, einmal in die linke Handfläche. Viermal noch. Dreimal noch stabiles Becken, zweimal noch und ein letztes Mal. Und wir gleiten einmal nach unten und richten uns Wirbel für Wirbel ganz langsam wieder auf und machen uns groß und wieder nach unten und richten uns langsam auf, Wirbel für Wirbel. Noch zweimal, einmal tief und Wirbel für Wirbel mit gebeugten Beinen langsam hochkommen. Ein letztes Mal tief nach unten und wieder hochkommen. Und wir schwingen ein bisschen aktiver von links nach rechts. Ruhig ein bisschen mit Federn. Faszientraining. Bisschen bouncen. Locker bouncen. Viermal und dreimal und zweimal. Und ein letztes Mal. Wir lösen die Ferse und wir drehen einmal links rum und einmal rechts rum. Nehmt dabei einen Blick mit. Schaut ein bisschen über die Schultern und berührt mit der Handfläche die gegenüberliegende Schulter. Ganz locker, wie die Fahne im Wind. Viermal, dreimal, zweimal, einmal. Und wir treffen uns in der Mitte. Strecken wieder die Beine, Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Und wir lassen den Oberkörper nach unten hängen. Und schwingen ein bisschen nach. Und verfolgen jetzt in der Position eine 8. Einmal aufs linke Bein, kreisen rüber. Eine 8 aufs rechte Bein, kreisen rüber aufs linke Bein. Spür eine leichte Dehnung in der Beinbeugemuskulatur. Ganz easy, ganz locker. Viermal noch, dreimal noch, zweimal noch. Und wir bleiben auf dem linken Bein und bouncen achtmal ganz vorsichtig nach. Dynamisch. Viermal, dreimal, zweimal. Und halten unten kurz. Halten. Und nochmal. Die letzten vier. Viermal, dreimal, zweimal. Und wir wechseln rüber auf die andere Seite. Rücken bleibt ganz gerade. Bauchnabel zieht zum Oberschenkel und locker dynamisch. Viermal, dreimal und zweimal und einmal halten. Bisschen halten, bisschen halten, bisschen halten. Und nochmal. Und vier. Und drei. Und zwei. Und eins. Und wir treffen uns in der Mitte. Die Beine etwas weiter grätschen. Wir richten uns auf. Und einmal den Oberkörper öffnen, die Arme nach oben strecken, so weit wie möglich nach hinten ziehen, Ellenbogen leicht beugen und jetzt ganz kurz in der Längsachse von links nach rechts drehen. Die Beine bleiben gebeugt, fast waagerecht. Wir halten die Spannung. Und noch vier, noch drei, noch zwei, eins und wir drehen uns nach links, lösen in den Ausfallschritt und drücken die Hüfte nach unten und auch hier ein bisschen dynamisch nachdehnen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das hintere Bein zum vorderen Bein ransteppen, Wirbel für Wirbel langsam aufrichten, das hintere Bein nach hinten setzen, die Handflächen falten und wir ziehen die Arme weit über den Kopf nach hinten und schieben das Becken nach vorne, halten 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde und lösen langsam. Wir wechseln rüber auf die andere Seite, gleiten erstmal tief in den Ausfallschritt und bouncen ein bisschen nach. Und 8 Mal, 7 Mal und 6 Mal und 5 Mal und 4 Mal, 3, 2, 1. Langsam hochkommen, hinteres Bein nach vorne ziehen, langsam auf
und das Bein wieder nach hinten setzen. Hüfte schiebt nach vorne, Armrumpfwinkel weit öffnen. Spannung halten, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1 Sekunde. Über vorne, zurück zur Mitte und nochmal ganz tief nach unten. Die Hände zum Boden stützen und ganz langsam in die Grätsche wandern. Adduktoren ein bisschen dehnen, ein bisschen nach links, nach rechts. Nur soweit die Beweglichkeit zulässt. Fußgelenksarbeit, Beine strecken bzw. Füße strecken und beugen. Und ganz langsam zurück zur Mitte. Step by step. Dann richten wir uns auf, atmen ein, atmen über die Seite aus und finden einen ganz stabilen Stand. Wir stehen auf dem linken Bein, wir nehmen die Arme nach außen und jetzt kreisen wir mit dem rechten Bein eine stehende Acht. Sie steht. Die Arme dienen als Gleichgewicht, befinden sich seitlich neben dem Körper und wir kreisen die stehende Acht. Noch 4 Sekunden, 3, 2, 1 und wieder stehen. Dann wechseln wir die Seite. Wir stehen auf dem rechten Bein, Brust raus, Arme nach außen und eine stehende Acht mit dem linken Bein. Ganz stabil. Fester Bauch, fester Po. Und wir haben noch 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1 und wir setzen ab. Atmen einmal ein, atmen aus und nochmal einatmen und langsam ausatmen. So, jetzt werden wir ein bisschen martialischer. Wir bilden eine Faust, die Fäuste links und rechts an das Kinn, die Beine ein bisschen weiter geöffnet. Wir boxen mit der rechten Faust nach links außen in die Ecke und ziehen ganz gerade wieder zurück und wechseln. In die Ecke und ganz gerade wieder zurück. Also mit der rechten Faust in die linke Ecke und wieder zurück und drehen dabei die Faust aus der senkrechten in die waagerechte, okay? Bisschen schneller, viermal, dreimal, zweimal und einmal. Aus dem Punch wird ein Uppercut von unten, ein Haken zum Kinn des Gegners. Wir drehen dabei die Faust aus der senkrechte wieder ein in die waagerechte. Der Ellenbogen ist zum Schluss im 90-Grad-Winkel. Wir spannen den Bizeps ganz fest an. Bisschen schneller. Viermal. Hopp. Dreimal. Zweimal. Und der letzte. Und wir stehen wieder ganz stabil. Okay? Jetzt stellen wir uns auf das linke Bein. Fuß ein bisschen nach außen drehen. Und machen einen Frontkick. Einen Kick frontal nach vorne. Dazu müssen wir das Standbein ein bisschen beugen. Das rechte Knie gerade hochnehmen. Jetzt das Bein nach vorne ausstrecken. Am Bauch anspannen, das Gesäß ein bisschen anspannen, jetzt das Bein wieder anwinkeln und absetzen. Viermal. Eins, Frontkick. Zwei, Frontkick. Drei, Frontkick. Und der letzte, vier, Frontkick. Und viermal ein bisschen schneller. Eins, Kick. Zwei, Kick. Drei, Kick. Und vier, Kick. Und wieder entspannen. Seiten wechseln, Fußspitzen ein bisschen nach außen drehen, Deckung zumachen. Und den Körper nach rechts verlagern, linkes Knie hoch und ganz langsam strecken und langsam beugen, absetzen. Viermal halbes Tempo, eins, Frontkick, zwei, immer erst das Knie, dann der Unterschenkel, drei und vier und viermal etwas schneller. Und eins, Snap, zwei, Snap, drei, Snap und vier, hapam und entspannen. So, einen haben wir noch. Der Roundhouse-Kick, der Kick nach außen. Fußspitzen ein bisschen weiter nach außen drehen. Die Fäuste jetzt nach außen, nach rechts außen nehmen und den Körper nach links verlagern. Jetzt dreht ihr die Fußvorderseite, den Spann, nach vorne und winkelt das Knie an. Die Ferse ist am Gesäß. Und je nach Beweglichkeit könnt ihr jetzt tief kicken oder etwas höher kicken oder, wenn ihr wollt, noch ein bisschen höher kicken. Je nachdem, wie es die Beweglichkeit zulässt, okay? Roundhouse Kick, der kommt von hinten und wird nach vorne durchgeführt, trifft mit dem Spann. Okay? Viermal langsam. Eins, von hinten nach vorne. Zwei, von hinten nach vorne. Drei und vier. Und ein bisschen mehr Power, noch vier Stück. Eins, Kick, zwei, Kick, drei, Kick und vier, Kick
Und gut. Wir wechseln auf die andere Seite. Die Füße müssen ruhig ein bisschen nach außen gedreht bleiben. Bauch fest, Po fest. Körper leicht zur Seite verlagern. Und die Vorderseite des Fußes nach vorne drehen. Anwinkeln. Und jetzt entweder wieder tief kicken oder etwas höher kicken. Oder wenn ihr noch höher kommt, könnt ihr auch zum Kopf kicken. Aber nur, soweit es die Beweglichkeit zulässt. 4 Stück langsam. 1. Von hinten nach vorne. 2. Von da hinten nach vorne. 3. Und 4. Und 5. Und noch ein Tick schneller. 4-mal hopp, kick. 3-mal hopp, kick. 2-mal hopp, kick. Und der letzte Roundhouse Kick. Und zur Mitte. Wir atmen wieder ein. Wir atmen aus. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Letzte Gleichgewichtsübung. Dann geht's los mit dem Workout. Wir stellen uns wieder aufs linke Bein. Wir nehmen die Deckung hoch. Wir kombinieren nun eine Übung aus dem Ballett und eine Übung aus dem Frontkick. Wir starten mit dem Frontkick. Das rechte Bein ziehen wir hoch, machen den Frontkick ganz langsam, ziehen das Bein nach hinten und wandern in die Standwaage. Ohne abzusetzen, wieder nach vorne, Frontkick, nach hinten in die Standwaage. Macht euch ganz lang, ganz groß. Frontkick, nach hinten in die Standwaage. Versucht das Gleichgewicht zu halten. Noch 2 Wiederholungen, okay? Euer eigenes Tempo. Ganz langsam, ganz kontrolliert. Letzte Wiederholung. Bisschen ausschütteln. So, ich hoffe, ihr kommt so allmählich ein bisschen rein. Wir wechseln auf die andere Seite. Stabiler Stand. Deckung hoch, Faust zu. Und los geht's. Knie nach oben, kontrollierter Frontkick. Ganz kontrolliert nach hinten, am besten einen Fixpunkt suchen. Dann kann man eine schöne Standwaage machen, okay? Euer eigenes Tempo, bleibt ganz stabil stehen. Ganz stabil. Auch ganz schön, da kann man die muskulären Disbalancen auch ganz gut identifizieren. Auf der einen Seite geht es oft besser als auf der anderen. Ganz langsam. Bleibt ganz kontrolliert. Ohne abzusetzen in die Standwaage. Von der Standwaage in den Frontkick. Noch 2-mal. Noch 2 komplette. Jeder für sich. Letzte Wiederholung. Allmählich zum Ende kommen. Und ausschütteln. Streckt euch nach oben. Atmet aus. Und noch einmal mit Schwung einatmen. Und nach unten ausatmen. So, jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut warm. Jetzt geht es gleich los mit dem Workout. Es gibt eine etwas schnellere Musik. Und ganz klar oder ganz logisch im Gruppenfitness 1:1. Ich gebe die Übungen vor und ihr macht es 1:1 nach. Okay? Wer Lust hat, trinkt an der Stelle noch kurz einen Schluck. Und dann starten wir gleich. Packen wir's an. Seid ihr soweit? Wir wippen ganz locker auf dem Fußbein. Einfach nur locker wippen. Wippen, wippen. Aus der Wipp-Position in das Bouncen. Jetzt aus der ersten Ballettstellung. Die Beine schließen, Fersen aneinander und locker. Bouncen, ganz locker. Bounce, bounce, bounce. Die Arme nach vorne in einer leichten Beuge. Wir halten hier und bewegen uns auf und ab. Go, 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 go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir springen etwas höher. Über die Fußballen, ganz kurzen Prellen in Bewegung. Auf geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jumping Jack. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Ruhig die Fußspitzen ein bisschen nach außen drehen. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, wieder klein. Wir bleiben hier. Bouncen. Wadentraining, auf geht's. Mach die Waden warm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wieder kleiner. Ganz klein, ganz klein, ganz klein, ganz klein, ganz klein. Letzte Runde noch, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, Lunge rechts, linkes Bein nach hinten, Step ran, nach hinten, Step ran, nach hinten, Step, nach hinten, Step, nach hinten, Step, nach hinten, Step. Gut. Eine Runde noch, okay? Und athletisch, 8, 7, hinteres Knie, eine Faustbreite vom Boden entfernt. Geht nach unten. 4 noch, 3 noch, 2 noch, zur Mitte, locker bouncen. Auf geht's. Ferse zum Boden und wieder hoch. Fester Po, fester Bauch, Brust raus. 4, 3, wir wechseln. Lunge auf die andere Seite. Tief, Step, tief, Step, tief. Auf geht's. Denkt an das hintere Knie. 5 cm vom Boden weg. Eine Runde noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Achtung zur Mitte, Punches, rechter Punch, linker Punch, rechter Punch, linker Punch, hopp, hopp. Wir werden erstmal in der ganzen Bewegung ein bisschen warm, okay? Puh. Achtung, 4, 3, Uppercut, der Aufwärtshaken, von unten nach oben. Puh. Dreht er beide Hüfte mit, haltet den Bauch in Spannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, wieder die Punches. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Uppercut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, wieder die Punches. Nur viermal. 4, 3, 2, Uppercut. Viermal. 4, 3, 2, Punches. Zweimal. 1, 2, Uppercut, Uppercut. Ja? Jetzt sind wir schon bei der ersten Kombi. Eine Runde noch. Pam, pam, hopp. Hopp, pam, pam, hopp. Zweimal noch. Punch, punch, cut, cut. Letzte Runde. In die Plié-Stellung. Beugen, strecken. Arme sind draußen. Ellenbogen leicht gebeugt. Und immer schön runter in die waagrechte Oberschenkelstellung. Gell? Richtig schön tief. Auf geht's. Bleib da unten. Bleib tief. Auf geht's. Spannung halten. Spannung halten. Spaß haben. Viermal, dreimal, zweimal, Achtung, wir bleiben tief. Nur die Fersen hoch, Fersen hoch, Fersen hoch, Fersen hoch, Finger ganz leicht gebeugt. Hier fast waagerecht, bleibt da unten, auf geht's. Eine Runde geht noch, Fersen hoch und tief, hoch und tief, hoch, tief, hoch, tief. Viermal, dreimal, zweimal. Und wir starten mit den Punches. Punch, Uppercut. Huh, huh. Punch, Punch, Uppercut, Uppercut. Punch, Punch, Uppercut, Uppercut. Viermal die ganze Runde noch. Punch, Punch, Uppercut, Uppercut. Dreimal noch. Uppercut, Uppercut. Zweimal noch. Uppercut, Uppercut. Letzte Runde. Achtung, wir switchen mit den Beinen vor und zurück. Huh. Wir ziehen die Arme mit. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Sauber vor, zurück. Ganz kurzer Bodenkontakt. Schau mal her, kurzer Bodenkontakt. Go, 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 go. Fester Po, fester Gluteus. Die Arme athletisch links und rechts mitbewegen. Ho, 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 ho. Ich möchte euch weiter unten sehen. Tiefer, tiefer. Ihr slidet ganz knapp über den Boden. Bleibt ganz tief. Switch, switch. Eine Runde noch. 8, 7, 6, 5, 4. Tempo halten. 3, 2. Und wir treffen uns in der Mitte. Und wir atmen ein. Wir atmen aus. Einatmen. Ausatmen noch zweimal. Einatmen. Ausatmen, Fersen berühren sich fast.
Achtung, Battement. Rechtes Bein zieht gerade nach vorne, Fußspitze möglichst gestreckt. Arme bleiben draußen, hoch, hoch, hoch. Eine Runde noch. Lasst die Arme draußen. Fixiert euren Bauch, spannt den Po weiterhin an. Lächeln, lächeln, lächeln. Auf geht's. Viermal, dreimal, zweimal. Deckung hoch, Frontkicks rechts. Scha, 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 scha. Auf geht's. Spannung halten, Gas geben. Puh. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Locker bouncen. Wir bleiben hier. Kurze Pauses. Fersen fast aneinander. Arme in Hochhalte. Fester Bauch. Bouncen. Eine Runde noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Arme zur Seite. Und Battement links. Hoch. Tief. Hoch. Tief. In die Länge arbeiten. Nicht in die Höhe. Langes Bein, langes Sprunggelenk. Acht haben wir noch. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Frontkicks, Deckung hoch. Let's go. Frontkick, 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 Frontkick. Explosiv, komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Pliegestellung. Und wir halten. Halten. Pobacken anspannen. Pobacken zusammendrücken. Fast waagerecht sind wir hier. Bleibt da unten. Bleibt unten. Bleibt unten. Bleibt unten. Und wir bouncen. Tief. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Lass die Arme da draußen. Lass die Arme draußen. Achtet mal drauf, dass der Oberkörper gerade ist. Senkrecht und nicht nach vorne gebeugt. Okay? Ich möchte euch nicht so sehen, sondern ich möchte euch aufrecht ziehen. Ja? Und bleibt unten. Bleibt unten, bleibt tief. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Spring zusammen. Spring nach außen, Arme hier. Spring zusammen, spring nach außen, Arme hier. Spring zusammen, spring nach außen. Okay? Der letzte, fertig. Double time. Und eins, zwei, drei, vier. Explosiv hoch. Fünf. Tief, sechs, tief, sieben, acht und entspannen. Bisschen ausschütteln, nach oben einatmen, zur Seite ausatmen. So, wir haben alles locker durchbewegt und jetzt starten wir mit der ersten Combo. Schaut mal, Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, Knee-Lift, rechts, Knee-Lift, rechts, Knee-Lift. Knee-Lift. Andere Seite. Wir starten wieder mit dem Punch. Gehen zum Uppercut. Machen 8 Knee-Lifts. Links. So schräg nach vorne. Hier. Arme ziehen mit. Ja? Nochmal eine Runde. Langsam. Punch rechts. Punch links. Uppercut. Uppercut. Jetzt die Knee-Lifts. Rechts. Viermal. Dreimal. Zweimal. Nochmal langsam. Seitenwechsel. Linke Faust. Rechte Faust. Uppercut. Uppercut. Seid ihr bereit? Double time. 4, 3, 2 und Punch. Punch. Uppercut. Uppercut. 4, 3, 2, 1. Punch. Punch. Uppercut. Uppercut. 4, 3, 2. That's it. Okay? Nochmal. Zwei Runden ohne Pause. In 4, 3, 2, go! Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, 4, 3, 2, andere Seite, Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, 4, 3, 2, nochmal von vorne, Punch rechts, Punch links, Uppercut rechts, Upper links, 4, 3, 2, andere Seite, letztes Mal, hier, hier, auf geht's, 4, 3, 2, wir treffen uns in der Mitte. Okay, das ist der erste Teil der Kombi.
den speichert ihr ab, okay? Den brauchen wir nachher noch. Ja? So, nur den zweiten Part wollen wir jetzt ein bisschen verändern. Schaut mal. Knee Lift, Butt More, Front Kick, Side Butt More. So einfach ist es. Und die Kombination, die merken wir uns auch. Okay? Jetzt schaut mal her. Achtung, Knee Lift. Rechts, Front Kick, Butt More, zur Seite, Butt More. Einmal Knee Lift, einmal Front Kick, einmal Butt More, einmal Butt More. Und noch mehr. Eins, zwei, drei, vier. Hüfte bleibt unten. Eins, zwei, drei. Eine Runde. Double Time und. Gerade, gerade. Gerade, gerade. Viermal noch. Gerade, gerade. Dreimal. Hopp. Hopp, gerade, gerade. Zweimal, hopp, gerade, gerade. Und der letzte. Ja. Gut. Andere Seite. Tief durchatmen. Hoch. Tief. Stellung. Deckung. Linkes Knie. Front Kick. Butt More. Zur Seite. Wieder von vorne. Knie. Front Kick, Butt More, Butt More. Knie, Front Kick, gerade, gerade. Der letzte, bereit werden für Double Time. In 4, 3, 2, go. Hop, Kick, hu, hu. Hop, Kick, hu, hu. Hop, Kick, hu, hu. Hop, Kick. Viermal noch. Kick, gerade, Seite. Ihr müsst nicht zu hoch, gell? Es reicht auch hier. Hoch, Kick, reicht auch hier. Der letzte, hoch, Kick, wer will, zieht etwas höher. Okay, wir kombinieren Punches, Uppercut und genau diese Kombi zusammen. Okay, in 4, in 3, Slow Motion. Punch, Punch, Uppercut, Hap. Denkt an das Knie, Front Kick, Butt More, Side Butt More, Seitenwechsel, Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, Knie, Front Kick, Butt More, Double Time, 5, 6, go! Punch, Punch, Upper, Upper, Hey, Ho, Hu, Hu. Uppercut und Knie, Front Kick von vorne. Knie, Front. Hey, hey. Spannung halten beim Butt More. Besonders beim Absetzen. Hier, schau mal, Spannung. Hey, hey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Ist der letzte. Auf geht's. Knie, Front Kick. Ha. Locker. Tief durchatmen. Nach oben, hoch. Einatmen. Ausatmen. 4, 3. Wir machen einen Step zur Seite ins Plié. Treffen uns in der Mitte. Wechseln auf die andere Seite. Treffen uns in der Mitte. Step zur Seite. Treffen uns in der Mitte. Step zur Seite. Achtung. Auf die Fußballen, Arme hoch. Auf die Fußballen, Arme hoch, okay? Auf die Fußballen, Arme jetzt hoch. Der letzte, Achtung, Double Time und eins, hoch, zwei, hoch, drei, hoch, vier, hopp, fünf, sechs, sieben. Wir springen aus dem Butt More. Hoch, Jump, hoch, Jump, hoch. Springt sauber nach oben, auf geht's, in die Höhe. Aus dem Butt More, springt nach oben. Springt hoch. Eine letzte Runde. Viermal. Puh. Dreimal. Puh. Zweimal. Und die letzten. Hopp. Und zur Mitte. Locker marschieren. Alles zusammen. Ja.
Nach oben einatmen, hoch. In 4, 3, halbes Tempo. Punch, Uppercut. Knee-Lift rechts, Frontkick rechts. Battement zur Seite, Seitenwechsel. Punch links, rechts, Uppercut. Linkes Knie, Frontkick links, Battement. Achtung, der neue. 1, spring hoch. 2, springt hoch. Bis hierher, okay? Double time. In 4, in 3, 2, let's go. Knie, Frontkick, Battement, Hip. Wechsel. Knie, Frontkick, gestreckt und tief, hoch, tief, hoch. So einfach, nochmal. 5, 6, go. 1, Kick, Hop, Seite, Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ins Plié, Jump und wir treffen uns in der Kniebeuge. Und wir bouncen ein bisschen, bleiben da unten, bleiben tief, Rücken ganz gerade, bleib da unten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kommt langsam hoch, schaut mal. Squat, rechtes Knie, linker Battement, rechter Frontkick. Andersrum genauso, linkes Knie, rechter Battement und dann der Frontkick hinterher. 1, Knie. Gestreckt, gekickt, tief, Knie, gestreckt, gekickt, okay? Probieren wir es aus, in Double Time, nur die letzte Kombi, ja? Tief, Knie, Battement, gekickt. Ready? In 4, 3, 2 und 1, 2, 3, Kick, 1, 2, 3, Kick. 1, Knie, gestreckt, gekickt. Knie, gestreckt, gekickt. Knie, gestreckt, gekickt. Knie, gestreckt, gekickt. Auf geht's. Tief, gestreckt, gekickt. Tief, Knie, gestreckt, gekickt. Tief, Knie, gestreckt, gekickt. Und der letzte, Knie, gestreckt, gekickt. Ausschütteln. Alles zusammen, okay? Einatmen, ausatmen, 4, 3, Tempo und Punch, kennen wir schon. Jetzt kommt das Knie, Frontkick, Battement zur Seite, Wechsel. Knie, Frontkick, Battement, Plié. Kommt hoch, zur Mitte, 1, 2, Kick. 1, 2, Kick. Okay? Von vorne. Uppercut. Knie. Frontkick. Hop. Und nach unten. Nach oben. Wechsel. Kniebeuge. Gebeugt, gestreckt, gekickt. Wechsel. Gebeugt, gestreckt, gekickt. Nochmal. 5, 6, go! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Tief, hoch, eins, zwei, drei, gekickt. Eins, gestreckt, gekickt. Okay, nochmal nach oben einatmen. Ausatmen, ganz nach oben, ganz, ganz tief. So, das war eigentlich schon die erste Runde. Hat einigermaßen funktioniert. Wir machen eine kurze Pause. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, okay? Oder einfach kurz Mikro anmachen, ob es zu schnell oder zu langsam ist. Aber macht erstmal Pause und trinkt was. Ich zeige
Okay, und hier ist das Workout Nummer 2. Also, schaut mal. M-Rep steht für as many reps as possible. Also so viele Wiederholungen wie möglich. Das bedeutet aber insofern, dass man eigentlich so viele Sätze wie möglich schafft. Wir haben genau 4 Übungen. Und zwar, die zeige ich euch mal. Es ist einmal der Box Step Up. Ihr braucht sozusagen jetzt den Stuhl oder eine Bank oder ich habe hier einen ganz klassischen Turnkasten. Gell? So, da machen wir Box Step Up, also quasi das ist eine Box und wir steppen da ab und wechseln sozusagen die Seite. Das schaut so aus, also quasi, schauen wir die Decke. Ja, passt schon nicht, dass ich meinen Kopf oben anhaue. Also, wir steppen nach oben und versuchen quasi, wenn wir oben sind, so ein bisschen explosiv abzuspringen. Hoch, ja, wechseln dann die Seite und springen auch hier wieder hoch. Das Ziel ist, dass wir wirklich, sagen wir mal, aus der Standfläche so ein bisschen nach oben springen oder uns nach oben katapultieren können. Ja? Und wer das richtig schnell machen möchte, der macht das Ganze im Wechsel 1, Wechsel 2 oder sogar hier 1, 2 und prellt nur kurz auf den Boden. Ja? Also das ist die Schnelligkeitsvariante. Ihr könnt aber einfach nur einen Step hoch machen und dann zur Seite wechseln. Alles kein Problem. Okay? Wir machen nur 6 Wiederholungen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nur 6 Wiederholungen, mehr machen wir nicht. Übung Nummer 2. Jetzt haben wir den Ballett Hurphy. Ja? Der Ballett Hurphy, der sieht so aus. Den Hurphy kennen wir ja schon aus dem Athletik-Workout. Und der Ballett Hurphy, der endet im Plié. Also nach unten, wir springen nach hinten, springen nach vorne und machen einen Jump ins Plié. Beziehungsweise genau, eine tiefe Kniebeuge. Okay? Dann wieder zurück zur Mitte. Und wir, genau, super, du machst das ganz toll vor. Genau so in der Position landen wir. Okay? Auch nur 6 Wiederholungen. Okay? Jetzt haben wir die Übung Nummer 3, Box Side-Ups. Das bedeutet für euch, wir brauchen wieder den Stuhl oder die Box Side-Ups bedeutet, wir machen das Ganze, was wir gerade gemacht haben, machen wir seitlich. Das heißt quasi mit einem Bein drauf. Ihr springt hoch und springt auf die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Auch relativ einfach. Und jetzt sage ich euch was. Wer es hier etwas schwerer haben möchte, ihr könnt es mal probieren. Ihr könnt es quasi beim Absetzen in einen leichten Lunge gehen. Das schaut dann so aus. Also aus einem Lunge starten, hochspringen, in einem Lunge landen. Hoch, in einem Lunge wieder landen. Okay? Dann habt ihr sozusagen noch ein bisschen mehr Bewegungsradius von unten und könnt mehr durchpowern. Ja? Und dann haben wir die Übung Nummer 4, einfach nur Squat Battements. Wir bleiben in einer tiefen Kniebeuge und jetzt machen wir einen Side Battement, indem wir aus der Stellung einmal zur Seite gehen, tief, einmal zur Seite und wieder tief. Arme bleiben draußen und immer schön in die Waagerechte. Okay? Das sind die 4 Übungen. Immer 6 Wiederholungen. Wir starten mit einer Zeitbelastung von 2 Minuten. Wir machen nur die ersten 2. Also immer 6-mal Box Step Up, 6-mal Ballett Hurphy, bis 2 Minuten vorbei sind. Dann kommt eine Minute drauf und die dritte Übung dazu. Dann kommt wieder eine Minute drauf und die vierte Übung dazu. Und dann bauen wir es von oben wieder ab. Yay, oder? Und 2 Minuten, immer 6 Wiederholungen. Box Step Up, auf geht's. Jeder für sich, immer 6 Wiederholungen. Nach den 6 Wiederholungen sofort in den Hurphy, 6-mal. Und zählt eure Wiederholungen bitte mit. Sauber mitzählen, okay? Und wenn ihr 6 Wiederholungen habt, dann geht's wieder von vorne los. Das ist die leichte Variante. Ihr könnt aber auch ohne Pause springen, ja? Genau 6 Wiederholungen. Wenn ihr 6 Wiederholungen habt, wieder der Hurphy. Halbzeit, 1 Minute. Immer 6 Wiederholungen, gell? Immer 6.
könnt bei den Boxstep-Ups selbst entscheiden, ob ihr die leichte Variante oder die schwere ohne Pause macht. 20 Sekunden. Auf geht's, 20 Sekunden. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Eine Minute Pause. Achtung, jetzt machen wir alle drei. Die Box-Step-Ups, die Ballett-Hurfies und die Sides. Ja? Alle drei für 3 Minuten, okay? 3 Minuten am Stück. 3 Minuten am Stück. Lockert euch aus, ihr habt noch Pause. 30 Sekunden Pause. Immer 6 Wiederholungen, okay? 6 Reps, immer 6 Wiederholungen. Fertig werden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 Minuten. Go! Immer 6 Wiederholungen. Alle 3 Übungen, alle 3. Es macht ihr sehr gut. Super. Übung Nummer 3, die Side Steps. Und wir starten wieder mit der ersten Übung. Immer 6 Wiederholungen. Immer durchziehen, immer schön in die Waagerechte. Auf geht's, let's go. 2 Minuten noch, 1 Minute haben wir schon geschafft. Puh. Immer 6 Wiederholungen. Immer 6 Wiederholungen. Ihr zählt für euch selbst mit. Eine Minute 20. Immer 6 Wiederholungen. Die 3 Übungen. Immer 6 Wiederholungen. Oh. Puh. Immer durchziehen, immer von vorne anfangen. Zählt 6 Wiederholungen. Sekunden. Immer 6 Wiederholungen. Zählen für euch. Sekunden. Und kommt. Countdown. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 Sekunde. Geschafft. Puh. 1 Minute Pause. Genau weiter so, okay? Genau weiter so. So, schaut mal. Jetzt kommt noch 1 Minute drauf. Jetzt haben wir 4 Minuten ohne Pause mit der 4. Übung. Das war die hier. Side Battement. Ja? Auch hiervon
6 Wiederholungen. 6 Reps, okay? 6 Wiederholungen. Alles klar? 4 Minuten. Alle 4 Übungen. Immer 6 Wiederholungen. 15 Sekunden. Das ist die längste Runde, okay? Das ist die längste. Achtung, fertig werden in 5 Sekunden. 4, 3, 2 und let's go! 4 Minuten! 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, auf geht's, zieh's durch. 1, 2, 3, 4. Immer schön runter. 5, 6. Von vorne. Mach dein eigenes Tempo. Noch 3 Minuten. Euer eigenes Tempo. Rücken bleibt gerade. Wenn keine Wiederholung mehr geht, dann macht zwischendrin ein bisschen Pause. Aber zieht's trotzdem durch. Versucht das Bein richtig schön nach außen zu ziehen. Kommt Leute, Halbzeit, 2 Minuten. Euer eigenes Tempo. Und bleibt immer schön tief. Tief im Plié. Letzte Minute. Auf geht's. Letzte Minute. Immer 6 Wiederholungen. Jetzt nochmal schön alles geben. Mach die 6 Wiederholungen fertig. Die letzten 3, 2, 1, geschafft! Wow! So, damit wir alle Übungen gleich behandeln, streichen wir jetzt wieder die 4. Minute weg. Wir machen 3 Minuten, aber wir streichen die erste Übung raus. Okay? Keine erste Übung. Die hier, die streichen wir raus.
Okay? Wir starten also bei den Hurfies. Dann gehen wir zu den Sidesteps und dann gehen wir zu den Squat Buttmores. 3 Minuten. Okay, noch 2 Runden. 2 Runden noch durchhalten. 15 Sekunden. Wir starten mit den Hurfies. Fertig werden in 5, 4, 3, 2 und go! Die Hurfies! 6 Wiederholungen. Weiter zu den Sidesteps. Nach den Sidesteps, die Buttmores. Dann wieder von vorne. Immer 6 Wiederholungen. Richtig sauber durchziehen. Wiederholungen. Zählt für euch mit. Halbzeit. 1 Minute 30. Halt, Hurfies. Und wieder die letzte Übung. 45 Sekunden. Auf geht's. Bis durch. Durchziehen, 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 durchziehen. 30 Sekunden. Ihr macht immer weiter. Immer 6 Wiederholungen. Die letzten 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, eine Pause. So Leute, allerletzte Runde. Keine 3 Minuten mehr, sondern nur noch 2 Minuten. Genauso haben wir angefangen, ja? Wir streichen die Ballett-Hurfies weg. Das bedeutet nur die Sidesteps über die Box plus die Squat-Buttmores. Okay? 6 Wiederholungen jede Übung, 2 Minuten lang und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft, ja? Ich glaube, da geht noch was, oder? Auf jeden Fall. Fertig werden in 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzte Runde und go! Immer 6 Wiederholungen. Immer schön tief nach unten. Und auf geht's. Explosiv.
Springt nach oben. Puh. 6 Wiederholungen. Zeit, letzte Minute. Explosiv. 6 Wiederholungen. Sekunden. Komm, einen Durchgang schafft man noch. Fünf Sekunden. 4, 3, 2, 1. Geschafft. So, jetzt machen wir eine größere Pause. Trinkt ein bisschen was, lockert euch aus. Machen wir 2 Minuten Pause, okay? Stark! Schön, schön, schön. Jetzt kommen wir aber ins Workout Nummer 3. Jetzt machen wir alles zusammen. Habt ihr euch die Choreografie vom ersten Kurs noch gemerkt? Kennen wir die noch? Die Choreografie vom ersten Kurs? Die bauen wir jetzt hier in die Choreografie des Balletics noch rein. Und wir haben aber noch eine kleine Teilkombi, die wir jetzt erst nochmal machen werden, damit die Balletics-Kombi richtig rund wird. Okay? Also, packen wir es an. 2. Runde. Okay. Wieder auf die Positionen. 2. Runde. 3. Workout. Ganz locker springen. Jetzt könnt ihr mal ganz locker springen. Easy. Ganz easy. Wir machen die ganze Kombi langsam durch. In 4, in 3, in 2, langsam. Punch. Punch, Uppercut, Uppercut, Knie, Frontkick, Battement, Side-Battement, Seitenwechsel, Punch links, Punch rechts, Uppercut, Uppercut, linkes Knie, linke Frontkick, Battement, gestrecktes Bein zur Seite, in das Plié, tief, Fußballen, tief, Fußballen. Squat, Knie, Battement, Frontkick, Squat, links, Knie, gestrecktes Bein, Battement, Frontkick. Bis hierher haben wir es gemacht. Okay, Double Time, 4, 3, 2, go. Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, Knie, Front, Battement, Side, Wechsel. Linkes Knie, linke Frontkick, but more side. Hopp, springt hoch, tief, 1, 2, 3, hopp, 1, 2, 3. Von vorne, pam, pam, hep, hep, hopp, kick, hopp, side. 1, 2, 3, 4, hopp, kick, 1, 2, tief, springen, tief, springen, tief, 1, 2, kick, tief, 1, 2, kick. Bis hierher, alles klar? Einatmen, ausatmen,
Nochmal einatmen und ausatmen. So, könnt ihr euch noch an den Hurphy erinnern? Der Hurphy und die Plié-Stellung, nämlich der. Ja, wisst ihr noch? Und den hängen wir jetzt zum Schluss noch ran. Ja, die ganze Kombi von vorne. Punch, Punch, Uppercut, Knie, Frontkick, Buttmore, Seite, links, Uppercut, Knie, Frontkick, Buttmore, Side, tief, springt hoch, tief, springt hoch, Kniebeuge, 1, 2, Kick, 1, 2, Kick, hopp, 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 stehen, yeah, nochmal, alles zusammen, fertig werden, in 4, in 3, in 2, go, Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, Hopp, Kick, gestreckt, gestreckt, 1, 2, 3, 4, Hopp, Kick, gestreckt, Seite, tief, springt hoch, tief, springt hoch, tief, 1, 2, Kick, tief, gebeugt, gestreckt, gekickt, tief, nach hinten, nach vorne, bleiben. Und es war schon wieder, ja. So, jetzt gibt es an der Stelle noch ein paar kurze Drills. Ja, die ziehen wir sauber durch. Wir stehen stabil in der ersten Position, nehmen die Arme nach außen. Achtung, rechtes Bein, tiefes Battement. Wir machen nur einen Step nach vorne, nach vorne, nach vorne. Tempo, Step, 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 Step. Immer schön in die Streckung, leichte Außenrotation. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Das gleiche nach außen. Step, Step. Bein ist gestreckt. Fester Po, fester Bauch. Eine Runde. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Seitenwechsel nach vorne. Hopp, 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 hopp. Immer schön in die Streckung. Sprunggelenk strecken, leicht nach außen rotieren. 7, 6, 5, 4, 3, 2, nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nochmal. Standbein fest, Standbein gestreckt, fester Po. 4, 3, das Bein geht nach vorne hoch. Grand plié, beziehungsweise Grand battement. Und aber hoch und hoch. Auf geht's. Viermal, dreimal, zweimal. Nach außen und 8, 7, 6, Sprunggelenk möglichst gestreckt, 4 mal, 3 mal, die Arme bleiben da draußen, 2 mal, Seitenwechsel nach vorne, 8, 7, 6, 5, 4, 3, fester Bauch, 2, Brust raus, zur Seite und 8, 7, 6, 5, auf geht's, 4, 3, Arme draußen, Achtung, die ganze Kombi von vorne, Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, Knie, Kick, Battement, zur Seite, Punch, Punch, Uppercut, Uppercut, Knie, Kick, Battement, zur Seite, tief, springt hoch, tief, springt hoch, Kniebeuge, Knie, gestreckt, gekickt, Wechsel, Knie, gestreckt, gekickt, runter, Plié und zur Mitte. Okay, auslockern, zweiter Drill, einatmen, auslockern. Könnt ihr euch noch an den Roundhouse Kick erinnern? Der Roundhouse Kick, Achtung, schaut mal her, Frontkick, Roundkick, Frontkick, Roundkick und alle. Frontkick rechts, Roundkick, ihr dürft die Hüfte aufdrehen, ja? Ihr dürft die Hüfte aufdrehen. Frontkick, Roundkick, Frontkick, Roundkick, Frontkick, Roundkick. Noch viermal, noch dreimal, noch zweimal und wir bleiben in der Mitte im Battement. Kurze Pauses, auf und ab, auf und ab, auf und ab,
auf und ab, zur Seite. 4, 3, 2 und locker. Einatmen, ausatmen. Seitenwechsel, Frontkick und Roundkick. Hände hoch, Beine ein bisschen nach außen gedreht. 4, 3, langsam und Frontkick links, Roundkick rechts. Auch links, aber nur zur Seite. Auf geht's. Gerade und nach außen. Und gerade und nach außen. Und gerade nach außen. Gerade nach außen. Gerade nach außen. Auf geht's. Wir haben es gleich. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vorne halten und Gleichgewicht bleibt. Kurze Pauses. Auf und ab. Auf und ab. Versucht es. Geht in die Länge. Ihr müsst gar nicht zu hoch. Einmal zur Seite. Gleichgewicht. Gleichgewicht. Versucht die Hüfte unten zu lassen. 8, 7, 6, 5. Arme lang. 4, 3. Die ganze Kombi. Punch, Punch. Uppercut, Uppercut. Knie, Kick, Bam, Bam. Wechsel, Punch, Punch. Uppercut, Uppercut. Knie, Kick. 1, 2. Kniebeuge. Gebeugt, gestreckt, gekickt. Kniebeuge, gebeugt, gestreckt, gekickt. Hurfy. Yeah. Sehr schön. So. Jetzt hängen wir es zusammen. Die erste Kombi aus der Athletik. Ich hoffe, ihr wisst es noch, okay? Schnelle Läufe nach vorne, Jumping Jacks. Schnelle Läufe nach hinten, Jumping Jacks. Probieren wir es aus. Nur die ersten beiden. In 4, in 3, in 2. Lauft nach vorne, laufen. Jumping Jack, nach hinten. Jumping Jack, nach vorne. Jumping Jack, nach hinten. Laufen, Jumping Jack, 1, 2, nach vorne, Jumping Jack, 1, 2, nach hinten, laufen, Jumping Jack, 1, 2, nach vorne, Jumping Jack, 1, 2, und locker. Wir marschieren auf rechts, okay? Achtung, Grapevine, Lunge, Knee, langsam, 5, 6, go. Grapevine, Lunge, Knie. Grapevine. Schließen. Lunge. Knie. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double time. Tief hoch. 1, 2, 3, 4. Tief hoch. 1, 2, 3, 4. Tief hoch. Hoch. Ja. Viermal noch. Grapevine. Sauber nach hinten. Stabil stehen. Wichtig ist auch das stabile Stehen. Ha. Ja. Nach hinten. Schock. Und der letzte. Einer noch. Ha. Und locker. Wisst ihr noch die Kombi? Nummer 3. Step zur Seite. Sprung. Hurfy. Ja. So. Langsam. Kombi Nummer 3. Step, Jump, Hurfy, Jump, Step, Jump, Hurfy, Jump. Ja, viermal, bisschen schneller, haben wir es alle, fertig werden, locker bewegen, in 4, in 3, in 2, let's go. Step, hoch, nach hinten, dreimal. Zweimal. Und der letzte. Yeah. Wisst ihr noch den letzten? Den Schweizer Handstand. Ja? In die Kniebeuge.
Arme nach unten. Nur mal die Beine strecken und Beine beugen. Und Beine strecken, als wollten wir in den Schweizer. Hoch. Und jetzt springen wir ein bisschen ab. Und jetzt springen wir nur ein bisschen hoch. Wir springen ein bisschen hoch. Und springen nochmal ein bisschen hoch. Und zweimal noch. Und der letzte. Und gut. Alles zusammen. Ja. Locker bewegen. Alles zusammen. Die ganze Athletik. Wir starten vorwärts und rückwärts mit dem Jumping Jack. In 4, 3, 2. Kommt nach vorne. Laufen. Jumping Jack. Zurück. Jumping Jack the Grapevine. 1, 2, 3. Tief, hoch. 1, 2, 3. Tief, hoch. Sidestep. Jump. Sidestep. Jump. Mitte. Hoch. Aufrichten. Mitte. Hoch. Und es war's. Yeah. Nochmal. Ja. Nochmal. Ganze Athletik-Kombo. Fertig werden. In 4, in 3, in 2. Kommt zu mir nach vorne. Jumping Jack. Zurück. Jumping Jack. Zur Seite. Tief stehen. Wechsel. Tief stehen. Sidestep. Hoch. Sidestep. Hoch. So. Alles. Zusammen. Wir starten mit den Punches. Ja? Jetzt wird es ganz interessant. Okay? So. Wir machen erst die Balletics-Kombo und dann die Athletics-Kombo. Mit einer ganz kurzen Pause dazwischen. Okay? Bereit werden für die Punches. Hände nach oben. Locker springen. In 4, in 3, in 2. Wir boxen. 1, 2, 3, 4. Hop, Kick, Buttmore, Seite. Hop, Kick, Buttmore, Seite. Tief, hoch, tief, hoch. Knie, Knie, gestreckt, gekickt. Knie, gestreckt, gekickt. Pause. Kombination Nummer 2. Athletics. Ja, wisst ihr es noch? Vorlaufen, Jumping Jack. Wir starten in 4, in 3, in 2, go. Vor, Jumping Jack. 1, 2, zurück. 1, 2, Grapevine. Tief, hoch. Einmal. Step zur Seite, springt hoch. Tempo jetzt. Step zur Seite, springt hoch, Tempo. Plié, runter, Handstand. Plié, runter, Handstand. Das war's. Und jetzt ohne Pause. Fertig. 4, 3, 2, go. Punch. Uppercut. Knie. Frontkick. Buttmore zur Seite, Wechsel. Punch. Bisschen aggressiver, auf geht's, haut's rein. Ha, scha, hu, Seite, 1, Mitte, 2, Mitte, tief, 1, gestreckt, gekickt. Tief, 1, gestreckt, gekickt. Hopp, von vorne laufen. Jumping Jack, zurück laufen. Jumping Jack, 1, 2, 3, tief, hoch, 1, 2, 3, tief, mit Speed zur Seite, hoch, nach unten, mit Speed zur Seite, hoch, unten, Mitte, und der letzte, yeah, auslockern, geht noch einer, ein allerletzter geht noch, okay, ein allerletzter, einmal noch alles durch, ja,
Okay, fertig. 4, 3, 2, go. Punch. Uppercut. Knie. Sha. Hu. Hu. 1, 2, 3, 4. Hu. Kick. Gestreckt. Seite. Tief. Springt hoch. Tief. Springt hoch. Tief. 1, 2, Kick. Nochmal. 4, 3, 2, zweite Kombi. Lauf nach vorne. Jumping Jack. Lauf zurück. Jumping Jack zur Seite nach rechts. Grapevine. Tief Knie. Grapevine. Tief Knie. Sidestep. Jump. Nach hinten, nach oben. Sidestep. Jump. Nach hinten, nach unten. Zur Mitte. Handstand. Und der letzte. 4, 3, 2. Auslockern. Trinken. Entspannen. Uhuhu. Aber wir starten im Stehen. So, wenn ihr da etwas schwerere Gewichte haben solltet, Männer, 3 Kilo, ja, da kann man ja noch nicht wirklich von schwer sprechen, ja. Aber Wasserflaschen, super, ganz toll. So, leicht gebeugte Beinposition, Armen Vorhalte, Seitheben und 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7, Achtung, Frontheben, Hammergriff, nach vorne, Ellenbogen dürfen leicht gebeugt sein, ja? 4-mal, 3-mal, 2-mal und wir wandern nach außen und halten, stehen auf links, rechtes Bein gestreckt, halten, 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 zurück und kurz entspannen. Seitenwechsel. Fertig. Stabiler Stand. Arme nach außen. Linkes Bein hoch. Spannung halten. Bleibt hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause, ein bisschen ausschütteln. Wir stehen auf dem linken Bein in die Standwaage, leichter Ausfallschritt, halten die Handeln senkrecht vorne und halten. 8, 7, 6, 5, 4, waagerecht, 3, 2, 1 und kontrolliert zurück. Ein bisschen Pause und der letzte, okay? Andere Seite, ich verspreche es euch, der letzte. Steht auf dem rechten Bein, leichter Ausfallschritt, ganz sanft nach vorne und Standwaage halten. 8, 7, 6, 5, Gleichgewicht, 4, 3, 2 und zurück. Die Hanteln brauchen wir nicht mehr, Hanteln ablegen. Und wir setzen uns nach unten auf den Boden. So. Aus der Position stützen wir uns nach hinten ab und stellen uns vor, wir würden mit den Beinen flattern. Das bedeutet, die Beine nach oben strecken, Fußgelenke gestreckt und wir flattern. Versuchen den Rücken gerade zu halten. Nicht da unten, sondern wir bleiben da oben. Okay, bleibt mal hier. Bleibt hier. Jetzt nehmen wir die Beine ein bisschen tiefer. Wenn es zu schwer ist, winkel die Knie an.
Wenn es zu schwer ist, mach dir es mit angewinkelten Beinen. Wenn es geht, bleib dir so. Noch 4, noch 3, noch 2. Und jetzt ganz gemütlich anwinkeln, nach hinten sanft ablegen. Linkes Bein nach vorne strecken. Entweder hier, dann ist leichter, oder kurz vom Boden, dann ist schwerer. Linker Ellenbogen berührt das rechte Knie. Wir bleiben da dran. Linker Ellenbogen bleibt am rechten Knie. Und Seitenwechsel. Rechter Ellenbogen bleibt am linken Knie. Seitenwechsel. 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 Seitenwechsel und der letzte. Und wir drehen uns über die Seite. Nach hinten auf die Knie. Lockern die Beine kurz aus. Strecken uns einmal nach vorne. Drücken unseren Oberkörper nach unten durch. Und kommen zur allerletzten Übung. In den Liegestütz. Die Beine etwas grätschen. Und die Schulterachse bleibt ganz, ganz waagerecht. Und wir berühren mit der linken Schulter, mit der linken Hand die rechte Schulter. Und mit der rechten die linke. Aber die Schulterachse, der Körper, auch die Hüftachse, die bleiben komplett in einer Linie, komplett waagerecht, okay? Achtung, fertig und 1, 2, 3. Ich möchte hier keine Bewegung in der Schulter. Die Achse bleibt ganz gerade. Fester Bauch, leichte Schiffchenstellung. Die letzte Runde. 8, 7, 6. 5, 4 noch, 3 noch, 2 noch und der letzte. Und nur halten, 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 halten. Bauchnabel einziehen, Bauch zusammendrücken. Gleich haben wir es geschafft. 4, 3, 2 und langsam ab. So, Arme ausschütteln. Beine auslockern und dann dürft ihr euch nach hinten auf den Rücken legen. Einfach nur liegen, entspannen und erstmal gar nichts machen. Okay. So, nachdem wir so fleißig gepowert haben, bleiben wir genau in dieser Position liegen und legen die Hände auf den Bauch. Genießen einfach die Ruhe, die Entspannung und denken erstmal an gar nichts. Nur ganz locker, ganz ruhig einatmen und ausatmen. Jetzt haben wir so viel gemacht, wir sind so viel gesprungen, haben so viele Battements gemacht und Kicks. Jetzt haben wir uns eine kleine Auszeit, eine Entspannung verdient. Dann starten wir mal mit der ersten Übung. Wir greifen unser linkes Bein und ziehen das Bein zum Körper ran. Leichter Stretch. Vier Sekunden halten. Drei Sekunden. Zwei. Eine Sekunde. Und locker lassen. Das Bein ein bisschen ausschütteln. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Nehmen das rechte Bein und ziehen es zum Körper ran. Einfach nur halten. 4 Sekunden. 3 Sekunden. 2 Sekunden. 1 Sekunde. Und locker lassen. Dann breiten wir die Arme aus. Handflächen zeigen nach unten oder, wenn ihr wollt, nach oben. Wie es euch lieber ist. Linkes Bein nach oben strecken und dann lasst man das linke Bein nach rechts einklappen. Die Schwerkraft, die zieht uns nach unten. Wir denken an gar nichts. Wir bleiben einfach nur ganz entspannt liegen.
Jetzt können wir mit der rechten Hand auf den Oberschenkel drücken, um das Bein noch ein bisschen tiefer zu kriegen. Dabei ganz tief und ganz ruhig atmen. Okay, und wir lösen langsam. Wechseln rüber auf die andere Seite. Das rechte Bein strecken wir aus und klappen es nach links ein. Wir schauen, dass die rechte Schulter auf dem Boden bleibt. Und wir greifen mit der Hand auf den Oberschenkel und drücken den ein bisschen nach unten. Ganz tief, ganz ruhig atmen. Und dann langsam zurück zur Mitte. Gut. Wir schütteln die Beine ein bisschen aus. Und jetzt legen wir uns auf die linke Seite. Bleiben in der Position. Wir wandern in die Embryo-Stellung. Der Kopf, der ruht auf unserer Hand, auf dem Arm. Dann greifen wir mit der rechten Hand das rechte Sprunggelenk und ziehen das Bein nach hinten in die Länge. Wobei wir mit dem Becken gegen das Hohlkreuz arbeiten. Also kein Hohlkreuz, sondern das Becken ein bisschen gegen das Hohlkreuz drücken. Und jetzt ziehen wir das Bein nach hinten lang und das vordere Bein strecken wir entgegengesetzt. Wir spüren eine Dehnung im Beinbeuger und je mehr wir die Hüfte nach vorne drücken, spüren wir auch die Dehnung im Hüftbeuger. Einfach nur halten, halten. 4 Sekunden. 3 Sekunden, 2, 1 Sekunde und das war's. Dann lösen wir, wechseln auf die andere Seite. So, auch hier erstmal in die gemütliche Embryo-Stellung. Dann greifen wir mit der linken Hand das Sprunggelenk, schieben das Becken ein bisschen gegen das Hohlkreuz, ziehen das Bein nach hinten in die Länge und das untere Bein strecken wir entgegengesetzt nach vorne aus. Und je mehr ihr mit dem Becken quasi gegen das Hohlkreuz arbeitet, umso mehr ist der Hüftbeuger dabei. Und wenn ihr aber das Becken oder die Bauchmuskulatur und das Gesäß locker lasst, dann zieht es euch ins Hohlkreuz und dann ist für die Bandscheiben nicht so optimal. Drum schiebt ein bisschen gegen das Hohlkreuz. 5 Sekunden noch, 4 Sekunden, 3, 2 und locker lassen. Ausschütteln. Und dann drehen wir uns auf die Knie und gleiten nochmal mit den Armen ganz weit nach vorne und ziehen unseren Oberkörper nach hinten zurück, drücken den Brustkorb nach unten. Jetzt können wir so ganz vorsichtig ein bisschen mitpumpen. Leicht raus und wieder tief. Und wieder leicht raus und wieder tief. Und lösen langsam auf. Zurück zur Mitte. Okay. Dann greifen wir mit der linken Hand so ungefähr 45 Grad nach links außen. Und wir drücken die Schultern nach unten und schauen dabei nach rechts, sodass wir eine Dehnung in der Brust spüren. Und dehnen dabei ein bisschen dynamisch nach, tief nach unten nachdehnen und wieder locker lassen. Ganz leicht dynamisch, ein bisschen reinpumpen in die Dehnung. 4, 3, 2, 1 und lassen los. Wechseln auf die andere Seite. Auch hier das Gleiche, so 45 Grad nach vorne außen. Schulter nach unten drücken, Blick in die entgegengesetzte Richtung. Und ganz leicht dynamisch den Brustkorb nach unten drücken, die Brustmuskulatur ein bisschen andehnen. Vier und drei und zwei und eins und zurück zur Mitte. Okay, Ausfallschritt. Wir lassen das linke Bein auf dem Boden, das rechte Bein stellen wir nach vorne auf und drücken die Hüfte nach unten durch.
achten dabei darauf, dass die Arme gestreckt sind, dass die Lendenwirbelsäule nicht in einem zu starken Hohlkreuz ist, sondern in einer neutralen Position. Aber auch die Brustwirbelsäule in keiner Hyperkyphose, also kein Rundrücken, sondern ganz gerade, ganz natürlich. Und jetzt halten wir die Position und drücken das Becken noch ein bisschen tiefer. Halten noch 4 Sekunden, noch 3 Sekunden, 2, 1 Sekunde. Und jetzt streckt man das vordere Bein durch. Der linke Arm ist innen, der rechte Arm ist außen. Und wir wandern leicht auf die Ferse, ziehen die Zehen nach oben und rücken mit dem Brustkorb nach vorne, bis wir eine Dehnung hier in den Ischios spüren. Und jetzt pumpen wir auch ein bisschen nach, leicht nach unten und zurück. 4-mal und 3-mal und 2-mal und ein letztes Mal. Und lassen los und entspannen. Okay, dann wechseln wir auf die andere Seite. Jetzt das linke Bein nach vorne, rechtes Bein ist hinten. Ausfallschritt, Zehenspitze ist immer vor der Kniescheibe, Kniescheibe hinter der Zehenspitze. Rücken bleibt neutral, gerade, und wir drücken das Becken nach unten. Und halten die Spannung, drücken vielleicht noch ein bisschen tiefer und pumpen auch ganz leicht nach, so ein bisschen dynamisch. 4-mal und 3-mal und 2-mal und 1-mal und lösen langsam, strecken das vordere Bein aus, Zehenspitze nach oben. Und der rechte Arm ist innen, der linke Arm ist außen. Und wir versuchen mit dem Oberkörper nach vorne zu kommen, auf das gestreckte Bein. Zehen leicht angezogen, dann spüren wir auch eine größere Dehnung im Wadenbereich. Und jetzt pumpen wir ein bisschen tief nach unten und auf geht's. 4-mal und 3-mal und 2-mal und ein letztes Mal. Und lösen langsam wieder. Schütteln die Beine aus und richten uns über die Hocke langsam auf. Erst nach hinten in die Hocke. Von der Hocke wandern wir erstmal mit den Händen auf den Boden, drücken die Beine durch, schieben die Arme nach vorne ins hohe V, drücken ein bisschen gegen das Hohlkreuz, die linke Ferse in den Boden drücken, die rechte Ferse in den Boden drücken, die linke Ferse, die rechte Ferse. Und jetzt wandern die Beine zu den Händen. Die Beine jetzt leicht beugen und Wirbel für Wirbel nach oben aufrichten. Ganzen Körper auslockern, durchschütteln. 2 letzte tiefe Atemzüge, einatmen, nach unten durchschwingen. Und nochmal mit viel Schwung einatmen und nach unten ausatmen. Wir haben es geschafft. Jawohl. Und ich verabschiede mich einfach mal von euch. Tschüss, viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao. Für euch. Ciao. Komplett. Ciao. Ciao.